Guten Morgen. Ja, wir haben es ziemlich genau 9. Ich habe schon angefangen, meine Sachen herunterzutragen. Die Jungs schlafen noch und ich werde jetzt mal bei Mutti ins Zelt gehen. Da hat nämlich gerade schon der Bäcker geklingelt. Mal gucken, wie die geschlafen haben. Guten Morgen. Na du? Wie haben wir denn geschlafen, Bubi? Okay. Eine durchaus zu erwartende Reaktion. Ja, gehen wir doch mal Achmed noch ein bisschen auf den Sack. Der kennt das ja schon mit der Kamera morgens. Von letztem Mal. Guten Morgen, Hase. Da liegt er. Ja, ich glaube, so schlecht hat er nicht geschlafen. Er schläft noch tief und fest. Ja, dann lass mal den noch mal ein paar Minuten. Ich räume mal noch ein bisschen meine Sachen ein. Und dann schauen wir mal. Ja, ich habe eigentlich wie immer nicht so gut geschlafen. Dazu werde ich vielleicht mal noch ein eigenes Video machen, aber jo, jetzt gehen wir mal erst wieder zurück zum Feuerstelle, zur Feuerstelle, meine Sachen ein bisschen auspacken, trocknen und ja, das ein oder andere auch schon mal einpacken. Ja, mittlerweile sind die Jungs auch wach, hier. Guten Morgen. Morgen. Ja, und jetzt gibt's Frühstück. Bei mir gibt's heute mal was Neues. Naja, was Altes und was Neues. Lass mal die Kamera irgendwie hinstellen. Ich mache mir heute mal, wie öfters schon, eine Tomatensuppe. Und dazu gibt's heute hier Dingsbums Grilled Cheese. Schön in der Pfanne gebraten mit Butter. Glaube ich, wird ziemlich geil. Wasser für die Suppe ist schon gleich am Kochen und dann grillen wir den Toast an, schön mit Käse. Dazu habe ich ein bisschen Sriracha und Butter in so kleinen Töpfen. Ja, ist jetzt mit Müll ein bisschen blöd, ich hätte es auch in Tupper abfüllen können, aber ja, hab's verpeilt. Mutti, ich glaube, dein Wasser kocht schon. Ja, wo ist er denn hin? Ja, ja. Ja, ja. Erste Grilled Cheese ist fertig. Der Käse verläuft richtig schön. Mmh. Dazu schön Tomatensuppe. Heiß. Das Tomaten.
Mansuppe, ja. Mit Sriracha dann. Können wir mal probieren? Was hast du denn da reingemacht? Käse? Geil. So, Frühstück ist verdrückt und der Muli macht jetzt gerade noch einen schönen Mokka in diesem geilen Kännchen, dem Holzgriff. Was ist Kupfer, Messing? Weiß gar nicht. Ja. Das heißt, du hast Zucker vorhin im Wasser aufgelöst, oder? Genau. Und jetzt rührst du das da rein und lässt es so ein bisschen aufkochen. Genau. Nice. Und das zieht mir dann richtig so die Schuhe aus wahrscheinlich. Oder? Du hast einen leckeren Kaffee und? Verdauung und dir und Diabetes. Genau. Wenn du es draufstellst, ist es zu heftig oder was von der Hitze her? Oder kochst du dann über? Ja, der kocht über, das darf nicht verbrennen. Na, ich bin sehr gespannt. Jo, jetzt haben wir schon. Wie viel Uhr haben wir? 10:30? Tatsächlich 10:30? Okay. Das heißt, wir müssen jetzt dann langsam mal ein bisschen einpacken, weil es geht ja noch weiter. Irgendwann später. Ja. Wir sind mittlerweile auf dem Weg zum zweiten Platz. Es wird jetzt einer mehr. Lefty ist noch da. Und wir haben den schweren Dutch Oven dabei. Denn da gibt es heute ein leckeres Essen raus. Vor ungefähr einem Jahr war ich auch hier gewesen. Da gab es das Community-Treffen vom Outer Buddy. Und ich war da sozusagen der Überraschungsgast. Letztes Mal bin ich falsch gelaufen. Ich bin nämlich hier die Treppen hoch, die da vorne jetzt gleich kommen. Wir müssen aber rechts. Angekommen. Wir sind irgendwie ein bisschen anders gelaufen wie letztes Mal. Beim letzten Mal habe ich mich ja verlaufen und zurück sind wir irgendwie anders gelaufen. Aber jetzt sind wir ein bisschen außen rum und sind auch schon so, da. Ein kleines Mittagspäusle gemacht. Ich werde jetzt mal meine Hängematte aufhängen. Für mich gibt es da heute eine Premiere. Liegt schon seit Wochen bei mir zu Hause. Die Amazonas Thermo Quilted, Mosquito Thermo Quilted heißt die, glaube ich. Ich blende es euch mal ein. Ja, werde die jetzt im Zeitraffer mal hier aufhängen und dann sage ich gleich noch mal was dazu. Was ist das Besondere jetzt an der Hängematte? Im Grunde ist es eine ganz normale Hängematte mit Moskitonetz und einseitigem Einstieg am Reißverschluss hier. Aber man braucht ja in der Hängematte immer eine Isolation von unten. Das bedeutet, man kühlt dann nicht aus von unten. Und in dem Fall ist das Ganze hier quasi schon angenäht. Also ich habe hier eine dicke Isolationsschicht unter der Hängematte im Vergleich zu der anderen. Ich laufe mal hier rüber. Hier hat man zum Beispiel noch so ein Underkill drunter hängen unter der Hängematte, ja, der dann durch die Isolation von unten ist, so wie hier. Und das brauche ich halt dann hier bei der hier nicht, weil ich da eben schon eine Isolationsschicht drunter habe. Sieht hier ganz gut, ist hier angenäht. Der große Unterschied bei dem Ganzen ist, dass diese Isolation von unten wirklich gegen meinen Körper drückt, während der Underkilt ja immer mit Abstand an der Hängematte hängt. Und natürlich der Temperaturbereich ist viel, viel höher. Ich komme nicht so weit runter. Ich weiß jetzt nicht genau auswendig, was Amazonas da an Temperatur angibt. Aber ich denke, dass es hier so unter 10 Grad schon kalt wird. Das heißt, die Hängematte ist tatsächlich so, wie sie da hängt, eher was für Leute, die ja, im Sommer ab und zu mal
draußen übernachten wollen und sich jetzt nicht extrem viel verschiedene Ausrüstung kaufen wollen, jetzt nicht vorhaben, im Winter draußen zu schlafen. Und vor allem auch ist der Aufbau viel, viel einfacher. Ich muss jetzt nicht nach der Hängematte noch ein Underkilt aufhängen. Ich hänge die Hängematte auf und habe im Prinzip schon ein fertiges Schlaflager. Wenn es regnet, baue ich mir noch ein Dach drüber. Ich habe jetzt hier das Tarp, das Adventure Tarp von Amazonas drüber, habe das aber noch in diesen Tarpsocks drin, damit das aus dem Weg ist. Ich erwarte heute keinen Regen und lasse das jetzt erstmal so, dass ich den Sternenhimmel sehen kann. Sollte es regnen, dann dauert es 2 Minuten, dann steht dieses auch. Ja, ich bin mal sehr gespannt, auf alle Fälle auf die Nacht. Die Isolation ist schräg. Man sieht es ganz schwierig auf der Hängematte, jetzt auf der Kamera, schräg unter der Hängematte angebracht. Das bedeutet, die Richtung, wie man diagonal in der Hängematte liegt, ist vorgegeben. Also wenn ich jetzt so mich jetzt reinlege, mit dem Kopf auf dieser Seite, muss ich von links nach rechts liegen. Also das ist ein bisschen ein Nachteil an dieser fixierten Isolation. Aber es ist halt wesentlich unkomplizierter im Aufhängen. Ja, mach den Hand. Wenn wir jetzt zumachen und es dicht und es zu passt. Sehr gut. Ah, die Größe ist noch gut vom Kopf. Ja, jetzt gibt man noch ein bisschen Wasser rein, auf jeden Fall. Wasser. Und ich habe noch Sprühpulver, das können wir noch ein bisschen reinmachen. Ich würde noch warten auf den Geschmack. Aber jetzt brauchen wir Wasser, das ist mir, zu wenig. Danke dir. Ja, gut. Okay. Gut. Passt. Ich sehe gerade nur die Knoblauch ziehen, die oben da schwimmt. So, jetzt machen wir den Deckel drauf. Das war's. Schade, das ist so bekannt. Boah, das ist viel, Alter. Achso. Es kriegt jeder einfach erstmal so ein. Ja, weil es ist ein Stoff. Und es ist bekannt. Ja. Ist das bekannt? Scharf. Ja, ja, so in die Richtung scharf, ja. Genau. Okay. Ja. Hier legen wir noch ein bisschen was drauf. Tschüss. Boah, ich muss ein paar Stunden vergangen. Und wir sind wieder am Essen. Diesmal gibt es Gulasch mit Gnocchis. Guten Jungs. Mhm. Gnocchis sind perfekt. Mhm. Kohle. Mhm. Aber die Soße ist perfekt, die hat eine geile Bindung, Alter. Einfach nur die Zwiebeln. So, nachdem der Ahmed das Gulasch verkackt hat. Ja, genau. Was nicht stimmt, nee. Machen wir jetzt noch einen kleinen Verdauungsspaziergang, ein bisschen Proviant holen. Jetzt geht's erstmal hier den Berg hoch.
machen hier gerade eine kleine Abkürzung. Querbeet auf dem Weg zurück. Geht. Ganz schön den Berg hoch. Aber wir müssen jetzt da so rechts. Guten Morgen. Ja, wie ihr seht, die Nacht ist vorbei. Ich habe dann gestern Abend nach dem Spaziergang gar nicht mehr großartig gefilmt. Wurde dann dunkel. Wir haben dann noch am Feuer gesessen und geschnitzt und gequatscht. Macht dann immer nicht so wahnsinnig viel Sinn, da zu filmen. Ja, die Nacht war gut. Ich habe soweit gut geschlafen. Die Jungs schlafen noch da hinten, deswegen bin ich mal ein Stückchen weg vom Lager. Die Nacht war, wie gesagt, gut. Ich habe bequem und warm geschlafen. Genaue Temperaturen kann ich keine sagen. Ich habe zwar ein Thermometer dabei gehabt, aber ich glaube, da ist die Batterie leer, aber irgendwas stimmt da mit der Übermittlung über Bluetooth nicht. Keine Ahnung, ich kann also nicht abfragen, wie viel Grad es wirklich war. Ich schätze mal irgendwas so zwischen vielleicht, ja, 10 und 15, 10 und 12 Grad, vielleicht irgendwie sowas. Aber nur vom Gefühl her. Von unten hatte ich in der Hängematte wunderschön warm, war überhaupt kein Problem. Von oben hatte ich mich mit dem Survival von Kruzebeck zugedeckt, war teilweise fast schon zu warm. Ja, wie die Hängematte gehangen hat, war okay für mich. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe schon lange nicht mehr in der Hängematte geschlafen. Ich glaube, sie hing nicht ideal, aber es war trotzdem bequem. Ich habe ja gestern gesagt, die Isolation, die unten an der Hängematte angebracht ist, geht so diagonal, was einen dazu bringt, dass man nur in eine Richtung liegen kann. Es ist wirklich ein Nachteil, finde ich. Weil ich bin jemand, ich wechsle gerne die Seiten, also ich lege mich mal so, weil ich mal auf der linken Seite, mal auf der rechten Seite schlafe. Das ist ein bisschen doof, also man kann natürlich aufgrund dessen nur von links nach rechts liegen, legt man sich andersrum, sind die Füße ja, nicht isoliert. Wenn es nicht kalt ist, ist es nicht so ein Riesenproblem, ich bin auch in den Füßen nicht so empfindlich, aber das kann für den einen oder anderen ein Problem sein, deswegen wollte ich es erwähnt haben. Natürlich kann ich jetzt so über die Hängematte keinen aufschlussreiches Fazit geben. Dazu ist eine Nacht einfach zu wenig. Ich werde hoffentlich bald mal wieder in ihr schlafen können und dann kann ich vielleicht auch mehr dazu sagen. Für mich war die Nacht jetzt okay. Und auch die Idee, dass man einfach eine Hängematte hat, wo einfach die Isolation schon dran ist, finde ich gut. Ob sie so ganz gut umgesetzt ist, das muss man noch sehen. Ja, ich danke trotzdem schon mal Amazonas für die Bereitstellung. Und ja, jetzt werde ich mal gucken, dass die Jungs mal langsam aus den Hängematten aufwachen und mal gucken, wie die so geschlafen haben. Wo die ist wach, dann brauche ich gleich mal ein bisschen Nerven. Na, mein Junge. Wie hast du geschlafen? Anders. Anders? Anders. Aber das ist ja, darum geht es ja, ne? Neue Erfahrungen. Sehr gut. So. Ach, das ist schon gar nicht mehr. Doch, der ist noch in der Hängematte. So. Machen wir, was der Lefty macht. Na, Lefty, Schlefty. Guck, guck. Der schläft noch. Gut. Eis. Wie hast du es geschafft, mich auf den Weg zu legen? Hauptsache.
überlege, ob ich die Tomaten und Zwiebeln einfach hier reinkippe. Dann kannst du das alles auch zum Ding essen, oder? Ich habe mein Müsli halb verdrückt. Ich trinke noch ein bisschen am Kaffee rum. Oh, sehr entspannt. Sonne steht schon relativ hoch. Scheint hier schön rein. So, Moody sitzt so ein bisschen im Heiligenschein, ne? So ein bisschen so im. Ja, und dann halt aufräumen und dann nach Hause marschieren. Platz ist natürlich aufgeräumt. Den Müll haben wir dabei. Feuer haben wir heute keins mehr gemacht. Das von gestern ist aus. Ganz wichtig, wenn ihr solche Plätze benutzt, achtet auf den Müll, nehmt alles mit. Lasst kein Feuer zurück. Kennt ihr ja schon. So, jetzt geht's hier halt wieder steil den Berg hoch. Keine Ahnung, was für Geräusche da gerade zu hören war. Ich habe keine Ahnung, ob man es auf der Kamera gehört hat. Hier endet das Video. Wir haben zwei coole Nächte verbracht. Ich danke euch, Jungs. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Und ja, für uns geht es jetzt nach Hause. Ihr wisst ja, Kanal unten abonnieren, Glocke aktivieren. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Haltet die Ohren steif. Bis dann. Ciao.